Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wir haben den 21.01.2022 und es ist gerade 0:31 Uhr, mal wieder mitten in der Nacht, wie üblich bei mir. Ja, was gibt's zu erzählen? Eigentlich gar nichts. Normalerweise ist es immer so, wenn ich die Kamera anmache und nicht wirklich eine Idee habe, was ich aufnehmen will, dann labere ich wieder plötzlich über irgendeinen Schwachsinn. Auch immer irgendwie ein interessantes Phänomen. Irgendwie finde ich dann doch immer irgendwas, worüber ich sprechen kann. Gut, auf dem Vlog-Kanal ist jetzt ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal ein Video aufgenommen habe. Ich wüsste doch ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt groß zu berichten hätte mit meinem Umzug. Naja, es geht genauso weiter wie bisher. Also, der Umzug geht seinen Gang wie bisher. Ansonsten, die Grafikkarte ist ja jetzt endlich angekommen. Ich warte noch auf die Lüfter immer noch. Die werden wohl erst in der kommenden Woche kommen, wie es jetzt aussieht. Mein neuer Bildschirm ist immer noch nicht angekommen. Der ist auch noch nicht einmal verschickt worden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da passiert ist, aber das wird wohl immer noch ein bisschen auf sich warten lassen, was sehr ärgerlich ist, weil ich ihn bereits bezahlt habe. Eigentlich sollte er längst unterwegs sein. Gut, Clicker Hero. Erstens mal entweder dann Cookie Clicker oder Clicker Hero, wenn dann. Nee, doch, Clicker Hero stimmt doch sogar. Ich lasse jetzt seit einer Woche oder was fast durchgehend den Cookie Clicker laufen. Da geht es auch momentan gut voran. Auf dem Hauptkanal, für die Leute, die nur hier auf dem Kanal zuschauen, auf dem Hauptkanal von meinem YouTube, habe ich ja auch noch meine Livestreams, die ich fast täglich zurzeit mache. Und da sind wir jetzt momentan bei God of War, momentan ziemlich hart am Fighten. Die Story ist ziemlich interessant, auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass die Leute immer noch nicht verstanden haben, wie es läuft. Ich kann es auch gerne hier zum 1.000.000. Mal erklären. Leute, wenn ich einen Stream mache oder ein Video mache, ich mache die Sachen, wie ich Spaß dran habe. Und zwar nur so. Wer meine Videos oder meine Let's Plays oder meine Livestreams gerne verfolgen möchte, der muss sich daran gewöhnen, dass das so läuft, wie ich das möchte. Weil letzten Endes ist es mein Kanal und mein Content, den ich hochlade. Und ich sehe es nicht ein, Reaction-Videos oder Streams zu machen zum Beispiel, weil ich Reaction-Streams und Videos scheiße finde. Ich finde das nicht cool. Das ist genau der gleiche Quatsch mit diesen Pranks damals, wo es diesen extremen Prank-Hype gab und davor die ganzen Challenges, wo man dann die Eisbucket-Challenge gemacht hat und lauter so ein Zeug. Ich habe mir zwar auch mal einmal Wasser über den Kopf gekippt, aber das war keine Eisbucket-Challenge, das war einfach nur mal so aus Gaudi. Und lauter solche Sachen. Ja, wobei man dazu sagen muss, zugegeben, ne, die Eisbucket Challenge, die hatte zumindest einen halbwegs sinnvollen Hintergrund im Endeffekt, weil da ja auch noch Spenden und so weiter gesammelt wurden. Aber dieses ganze Prank-Gedöns, was man da die letzten Jahre hatte, wo dann auch viele bestimmte YouTuber, um jetzt keine Namen zu nennen, dann sich auch in Burger Kings, McDonald's, Subways oder sonst was im Klo eingeschlossen haben, in der Hoffnung, dass die da vergessen werden und dann da irgendwie eingesperrt sind und dann da nicht rauskommen oder sonst was. Also richtig dumm. Ganz ehrlich, kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dieses ganze Reaction-Zeug, ich habe es mal versucht, aber ich fand es vorher dämlich und ich finde es jetzt noch viel dämlicher. Und deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ich weiß, es gibt YouTuber, die ihren ganzen Content mittlerweile darauf aufbauen, zu reacten. Und ich weiß, dass viele der Hater das bei mir hier machen. Aber ich finde das einfach nicht interessant. Und ich finde es auch nicht gut. Und ich finde es auch nicht cool, mit Content von anderen Leuten irgendwie dann nochmal Geld zu scheffeln. Das mache ich nicht gerne. Natürlich würden jetzt viele sagen, ja, dann mach halt einfach Reaction-Streams auf die Hater-Sachen. Natürlich könnte ich das machen, weil letzten Endes ist es ja mein Content, den die hochladen. Und im Prinzip würde ich ja nur auf etwas reacten, worauf jemand reacted hat, das wiederum mein Content ist. Weiß ich auch nicht. Mein Ofen klappert hier mal wieder und scheppert und kracht und keine Ahnung. Ich werde das Video noch bearbeiten und hochladen. Genau. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video und Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschö, tschö.